Wir können eigentlich weiterfahren. Fahren Sie weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren SPDV-Folge hier in GTA 5. Wir sind mal wieder mit der österreichischen Polizei unterwegs und haben hier wieder einen glatzköpfigen Kollegen am Start. Den meinen wir mal Peter. Da kommt doch schon der erste Verrückte angefahren hier. Ich glaube, den schnappen wir uns gleich mal. Da los. Und jetzt fährt er noch irgendwie rein, oder was? Mal kurz Platz. Also mal stehen, junger Mann. Stehen bleiben. Hallo? Alter, der haut ab. Der haut ab. Peter, einsteigen. Schnell. Nicht schlafen. Er ist hier schon über alle Berge jetzt. Was ist abgefahren? Links oder rechts? Ich glaube, da vorne steht er. Fahren Sie mal rechts ran hier. Ja, fahren Sie mal nach hier. Fahren Sie mal hierher. Ah, da sind die Kollegen auch im Einsatz. Kommen Sie hierher, bitte. Da hat das Verkehrsschild noch mitgenommen, das gibt's ja gar nicht. So, die junge Dame, haben Sie den Führerschein hier im Lotto gewonnen, oder was? Ah, Mann, ey. Steigen Sie mal aus. Machen Sie mal mit. Wir gehen mal auf die Seite. Was ist mit Ihnen los? Okay, warten Sie mal hier. Also, haben Sie mal einen Ausweis, bitte. Die junge Dame. Kayla Lausanne. Miss Lausanne, ich muss sie mal kurz überprüfen lassen, ob wir da Leitstelle. Leitstelle, bitte kommen. Einmal diese Frau bechecken. Ja, es liegt nichts gegen die Frau vor. Gut, dann schauen wir mal unser Tablet rein, unser iPad Max Pro Ultimate. Genau. Okay, die hat hier mal eine illegale Fenstertrennung gehabt, beziehungsweise dafür ist sie mal belangt worden. Sonst hat sie jetzt noch nichts am Start gehabt, aber wir schauen noch mal kurz das Auto rein. Das parken wir gerade noch schnell hier, damit die Kollegen hier noch halbwegs dazukommen. Da fällt mir gerade noch auf, den habe ich noch gar nicht replaced. Werden wir dann auch noch machen, dass der beim nächsten Mal nicht mehr so amerikanisch ist. So, schauen wir mal kurz rein. Gut, sie hat hier mehrere Kilo Kokain dabei. Ja, was wollten Sie denn auf dem Parkplatz mit dem ganzen Zeug? Das ist für meinen Kuchen. Ach so! Sie wollte das bestimmt verticken. Kayla, ich muss sie festnehmen. Das geht so nicht. Das macht der Peter. Und das Fahrzeug werden wir natürlich dann noch zur Polizeistation abliefern lassen. Sie kommen dann natürlich auch noch aufs Revier. Da werden sie dann noch durchsucht, ob sie noch weitere Drogen an sich haben. Und dann wünsche ich noch viel Vergnügen. So, die Kollegen, die müssten eigentlich gleich in der Nähe sein, weil die Polizeistation ist ja hier. Wie dumm kann man eigentlich sein, hier Drogen zu verticken? Direkt neben der Polizeistation. Unglaublich. So, Kollegen, hier sind wir. Bitte einmal mitnehmen die Frau. Sie können eigentlich weiterfahren. Fahren Sie weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Danke, dass Sie mich überfahren. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ging ja wieder nach hinten los. So, der Abschleppdienst müsste eigentlich auch jeden Moment hier da sein. Ja, der ist auch schon nicht sehen. Gut, dann geht's wieder weiter bei uns. Okay, was ist mit dem LKW los hier? Ich glaube, den halten wir mal auf, hm? Fahren Sie mal rechts ran hier. Oder folgen Sie uns. Was am besten geht. Hier ist er noch ein bisschen frei. So, dann schauen wir mal. Kommen Sie her. Mag er nicht herfahren. Ich glaube, ich hole mal die Waffe raus. Man weiß ja nicht, mit wem man es zu tun hat. So, junger Mann. Geht's Auto nicht mehr? Ah, das ist alles kaputt, glaube ich. Okay, steigen Sie mal bitte aus. Und dann lassen wir gleich mal einen Abschleppdienst kommen. Beziehungsweise ich werde noch kurz einen Blick riskieren in Ihr Fahrzeug. Das sieht auch cool aus mit seiner schrägen Kappe. Okay, da hat hier ein verdächtiges Pulver dabei. Der Abschleppdienst lassen wir gleich mal kommen. Wir stehen hier nämlich mitten in der Kreuzung. So, kommen Sie mal bitte mit. Gut, Fahrzeug ist schon mal weg. Dann schauen wir mal kurz noch in den Kofferraum rein, ob wir hier eine Beweisprüfung machen können. Aber ich glaube nicht, da das braune Pulver keine Gefahr darstellt. Alles klar, dann haben Sie mal einen Ausweis, Mister. Chad Angeles, nicer Name. Angeles, Herr Angeles, ich muss mal kurz in meinen Computer reinschauen, ob gegen ihn was vorliegt. Okay, der hat hier einen Entführungsversuch mal gemacht, dafür ist er mal in den Knast gehockt. Abgelaufene Fahrzeugregistrierung, Fehler bei Sichern einer Last, Parken in Feuerwehrzufahrt. Ja,
Okay, einiges schon geschafft in seinem Leben. Ja gut, Sie riechen hier nach Alkohol. Haben Sie bestimmt nichts gegen einen Alkoholtest? Okay, LSPD Fast gerade gecrashed. So, da sind wir wieder. LSPD Fast gerade gecrashed. Wollen wir kurz nochmal den Kollegen hier befragen. So, nochmal Ausweis bitte. Er müsste immer noch gleich heißen. Nein, diesmal heißt er Andrei Kromal. Okay, er hat kurz seinen Namen gewechselt. Dann schauen wir mal wieder in unser iPad Max Ultimate Pro rein. Genau. Diesmal ist alles sauber. Okay. Und wahrscheinlich hat er jetzt auch kein Alkohol mehr am Start, weil vorher hat er noch nach Alkohol gerochen. Aber jetzt ist wahrscheinlich alles gut. Schon krass. Ja. Ja gut. Ihr LKW ist ja schon weg, also für Sie rufe ich dann ein Taxi. So, was mein Kollege eigentlich? Ah, da. Der hat auch die Hautfarbe ein bisschen geändert, aber sonst alles cool. Okay, Taxi ist unterwegs. Mister, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Sie haben Glück gehabt, dass LSPD vorgecrashed ist. Sonst wären Sie hier angekommen wegen Fahren unter Alkoholeinfluss. Aber so hat er wieder Glück gehabt. Das Spiel hat ihm geholfen. Wir wurden gerade zu einer Verfolgungsjagd gerufen. Wir sollen mal kurz aushelfen kommen. Da ist hier einer mit einem Fahrzeug unterwegs. Viel zu schnell. Den konnten sie nicht aufhalten. Sollen wir mit unserem Skoda hier nachfahren? So, da ist aber noch niemand unterwegs, so wie es ausschaut. Sind wir die Einzigen, die dran sind? Also aber ein schnelles Fahrzeug. Stehen bleiben, wir haben keine Chance hier gegen die österreichische Polizei. Genau, fahren Sie rechts ran, bitte. Ein paar Kollegen haben wir noch zur Hilfe gerufen. Aber der will hier nicht hören. Alter! Oh Gott! Die Kollegen bremsen nicht super aus hier. So, der entwischt uns. Jetzt drückt er nämlich erst recht aufs Gas. So. An diese Sheriffs. Wo fahren Sie denn wieder hin? Gut abgedrängt von dem Kollegen. Aber er fährt immer noch weiter. So. Bleiben Sie stehen, Sie haben keine Chance hier. Oh, jetzt wird er noch vom Bus abgedrängt. Jetzt hat er aufgegeben. Steigen Sie aus dem Fahrzeug, Hände hoch. Er wird erstmal aus dem Fahrzeug geworfen. Gut. Alles klar. Perfekter Einsatz gewesen. Danke, Kollegen. Können wir da weiterfahren? Den kennen wir doch. Mit dem hat man schon mal zu tun gehabt. So, Connor Jackson, Ihr Name. Sie haben ja dieses Auto geklaut. Ich sag nichts, sondern mein Anwalt. Okay. Das können wir noch kurz anschauen. Gut, da ist nichts Auffälliges dabei. Dann das Fahrzeug noch kurz auf die Seite fahren. Ups, sorry, Kollege. Dann machen wir mal die Straße frei für die Kollegen. Ups, sorry, Kollege. Habe zweimal überfahren. Also, das würde ich jetzt reklamieren. So, jetzt muss ich mal kurz ins Tablet reinschauen. Connor Jackson. Zerstörte Windschutzscheibe hat er mal gemacht, sonst ist alles gut. Das Fahrzeug gehört einem Jimmy Timmy. Einem Jimmy Timmy, der ausschaut wie eine Frau. Alles klar. Gut, Jimmy Timmy bekommt dann mal seinen Wagen wieder zurück. Aber halt nicht mehr so, wie er war. Da muss einiges repariert werden. Das wird dem Herr Connor aufgedrückt. Der wird erstmal mitgenommen. Gut, dann sind wir hier wieder fertig. Wenn ihr jetzt noch Lust habt, könnt ihr gerne noch diese Playlist durchschauen. Und wir haben einen neuen Partner mit dem Start. Auch nicht schlecht. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein und tschüss.